Hallo zusammen, ich freue mich, Sie zu begrüßen zu unserem neuen Film PLM versus MDM. Endlich Klarheit. In dem Film will ich darauf eingehen, was ist eigentlich der Unterschied und das so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wenn Ihnen das Ganze gefällt beim Kanal, bitte Subscribe drücken, die Glocke anmachen und gerne Kommentare in den Feed senden. Genau, und jetzt will ich erstmal ein paar einleitende Worte sagen, also PLM, Product Lifecycle Management, es geht offensichtlich irgendwie ums Produkt, versus MDM, Master Data Management, es geht also irgendwie um Masterdaten. Und Sie alle, ich vermute die, wo so einen Film gucken, die kennen sich schon ein bisschen aus, wissen irgendwie hängt das zusammen, aber wie das so richtig ist und wie das zusammenwirkt, ist ein bisschen schwierig und ich will heute einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, endlich Klarheit schaffen, wie das Ganze funktioniert. Und wir steigen einfach mal ein. Wir sehen so PLM, also irgendjemand erzeugt offensichtlich Produktdaten und irgendwann brauchen wir Masterdaten. So, jetzt könnte man, was wir natürlich auch kurz machen, auf allgemeine Definitionen gehen. Sie werden aber gleich sehen, ich werde uns vielleicht nicht so viel weiterhelfen. Wir schauen zuallererst mal, müsste eigentlich jetzt gleich kommen, da haben wir es, auf die Begriffsdefinition PLM. Begriffsdefinition PLM nutze ich immer gern die vom Berliner Kreis, inzwischen IWIP. Und die haben mal irgendwann geschrieben, Product Lifecycle Management bezeichnet das produktbezogene und unternehmensübergreifende Informationsmanagement. Machen wir einen Satz bis dahin. Also Informationsmanagement, das produktbezogen ist, unternehmensübergreifend, lassen wir mal weg, ist an der Stelle noch nicht so wichtig. Und umfasst darüber hinaus die Planung, Steuerung und damit die Kontrolle der zur Erzeugung und ganzheitlichen Verwaltung dieser Daten, Dokumente und Ressourcen erforderlichen Prozesse. Das heißt, es geht auch noch um die Prozesse, die die Planung der Erzeugung, die Steuerung und die ganze Organisation haben. Also sieht ziemlich gesamtheitlich aus. Und zwar auch noch hier einen Zeitbezug drin über den gesamten Produktlebenszyklus. Gut, das ist jetzt mal Product Lifecycle Management nach der klassischen Definition. Jetzt schauen wir uns mal parallel eine Definition zum Thema Master Data Management an. Die ist jetzt von Gartner. Master Data Management ist eine durch Technologie unterstützte Disziplin, in der Fachbereiche und IT-Organisationen zusammenarbeiten, um die Einheitlichkeit, Genauigkeit, Handhabung, semantische Konsistenz und Verantwortlichkeit der gemeinsam genutzten Stammdaten des Unternehmens sicherzustellen. So, das ist jetzt erstmal ein Hammer und ich weiß, wenn ich es meinen Studenten so erkläre, sind die völlig am Ende und zum Schluss sieht es so aus. Es kann gut sein, dass es Ihnen auch geht, wobei die Definitionen sind wichtig, also gerne nochmal stoppen und angucken. Wir schauen aber auf, was heißt es denn eigentlich wirklich und was bedeutet es? Und dazu müssen wir einfach mal den Prozess anschauen. Wir schauen den Prozess im Speziellen bei Select to Order an. Wir haben einfach eine Zeitleiste und sagen, was passiert denn eigentlich? Irgendwann, und das ist an der Stelle, mal gucken, dass mein Mauszeiger, ja, er funktioniert, an der Stelle startet ein Produktentstehungsprozess. Irgendwann haben wir Start of Production und dann haben wir irgendwann End of Production und irgendwann End of Life. So, das wäre typischerweise ein Produktlebenszyklus auf einer Zeitachse und wir akzeptieren das mal und schauen mal weiter und sagen, was passiert denn da? Also es gibt jetzt irgendwo, ich nenne es oft ein Design to Operate, also ein Prozess, der die Produktdaten irgendwie entwickelt, sodass das Produkt irgendwann fertig ist und dann gibt es ein SOP, Start of Production, und dann geht es los und dann müsste ich es ja verkaufen können. Ganz klar, ich müsste es verkaufen können. Was passiert also als nächstes? Irgendwelche Vertriebler gehen raus, gucken, welche Leads wir haben, verkaufen das Ding und irgendwann gibt es Geld. So, und im Prinzip ist das im Kern schon das Wichtige als Unternehmensprozess. Unterhalb des Lead-to-Cash-Prozesses könnten wir jetzt noch sagen, da gibt es noch einen Plan-to-Produce-Prozess, also einen Prozess, der dieses ganze Zeug produziert. Und da sind wir auch schon ganz nah an der Frage, was ist Product Lifecycle Management und was ist Master Data Management, wie wirken die zusammen und wo ist der Unterschied? Also erstmal muss man sich einfach klar machen, es gibt diese Prozesse, ich mache es jetzt extra auf Select to Order, nicht Ihren CTO, nicht Ihren ETO, da ist nämlich ein bisschen anders. Das heißt, wir haben einen entkoppelten Produktentstehungsprozess und parallel zu diesem Prozess findet, beziehungsweise nach dem entkoppelt muss man sagen, nach SOP geht es dann los und ich verkaufe das ganze Zeug.
und produziere es natürlich auch. So, jetzt gehen wir hier mal einen Schritt weiter. Genau, jetzt sehen wir diese ganzen Lead-to-Cash-Prozesse. Wenn das Produkt gut ist, dann kann man natürlich ganz, ganz häufig verkaufen. Und dazu müssen wir überlegen, dass wir das verkaufen können. Dadurch läuft unten, ich sage mal, die geölte Maschine. Die geölte Maschine ist das ERP-System. Dieses ERP-System ist quasi der General und tut aus, ich sage mal, dem Produktprogramm, was wir irgendwie vom Markt oder von der Vorplanung, von der Planung von Planprimärbedarfen bekommen, übersetzen in Fertigungsaufträge und Bestellanforderungen, zum Schluss Bestellaufträge, initiiert dann deren Produktion, dokumentiert dann das, was dabei rauskam, also deren Erledigung und verbucht auch noch die ganzen Kosten. So, und jetzt wird es auch schon klarer, damit dieser Automat laufen kann, braucht er Stammdaten. Wir werden nachher noch sehen, was Stammdaten sind. Diese Stammdaten, die müssen vorhanden sein und zwar genau so, dass der Automat, das ERP, ganz oft SAP, also SAP S/4HANA zum Beispiel, dass der Automat laufen kann. Und es gibt ganze Mannschaften im Unternehmen, die nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, dass der Automat laufen kann. Und dafür sind richtige, einmal zeitrichtige, aber auch mal in ihrer Semantik richtige Stammdaten notwendig. Und welche das sind, das muss natürlich das Master Data Management formulieren und sagen, schau mal, das ist, was ich brauche, damit der Automat laufen kann. Damit hätten wir schon in grob erklärt Master Data Management. Wir fassen es nochmal zusammen. Also Master Data sind also diejenigen Stammdaten, die ich vornehmlich im ERP, aber auch im MES, auch im CRM brauche, damit der Automat laufen kann. Das ist quasi das Stammdatengerippe. Im Wesentlichen besteht es aus Kundendaten, aus Produktdaten, im Wesentlichen als Stücklisten oder Materialdaten, aus Ressourcendaten, aus Organisationsdaten und tausend andere Daten, die es da noch gibt. Man kann sich vorstellen, da kann der Automat laufen und bläst Prozesse drüber. So könnte man sich im Prinzip vorstellen. So, damit hätten wir quasi auch schon relativ gut besprochen, was heißt MDM. Jetzt ist aber die Frage, und was heißt dann PLM? Und da schauen wir mal aufs klassische V-Modell und schauen mal wirklich auf den Zyklus Produktentstehungsprozess Start bis Start of Production. PLM claimt natürlich bis End of Production, End of Life zu gehen, was auch richtig ist. In den meisten Betrachtungen, die wir aber sehen, hört es eigentlich beim SOP auf, was nicht ganz richtig ist, aber so ist es halt in vielen Bildern. Und wir wollen uns jetzt dieses V genauer ansehen. Also wir schauen auf das V und müssen natürlich sagen, ganz oben an dem V, also an der Spitze, V-Modell Basics, sind wir auf einer Ebene des Produkts. Hier weiter unten sind wir auf der Ebene der Komponente des Produkts. Hier sind wir wieder auf der Ebene des Produkts. Jetzt müssen wir wissen, dass an der Stelle hier oben ja noch keiner das Produkt an sich kennt, sondern nur die Anforderungen an das Produkt auf der Ebene Produkt. So, und jetzt müssen wir mühevoll diese Anforderungen so runterbrechen, dass wir irgendwann hier die Komponente kennen und sie beschreiben können. Und dann müssen wir irgendwann die Komponenten tatsächlich entwickeln und dann müssen wir prüfen, funktionieren die auch zusammen. Und wenn sie alle zusammen funktionieren, dann sind wir, ich sag mal, fast fertig, nicht ganz fertig. Aber man sieht, hier haben wir etwas, was ich immer die Hinentwicklung nenne. Das heißt, wir müssen hier Informationen entwickeln zu einer gewissen Reife und zwar bis sie so reif sind, dass wir Stammdaten formulieren können. Weil die Stammdaten brauchen wir, damit das ERP-System seine Prozesse durchblasen kann. Das heißt, der Prozess des Hinentwickelns der Informationen von der Sicht des Produkts bis runter auf die Komponente und wieder in die Integration rein, ist natürlich ein ganzes Thema PLM, wie es der Name sonst da schon sagt, Product Lifecycle Management, also nicht Component Lifecycle Management oder ähnliches, sondern Product Lifecycle Management. Und wir entwickeln Informationen hin zu einer Reife, zu einer Produzierbarkeit. Und irgendjemand muss uns ja jetzt sagen, okay, wie müssen denn die Daten aussehen, damit die Prozesse auch laufen können, damit es ERP sort. Und das macht jetzt wieder MDM, die uns nämlich sagen, wir brauchen die Stammdaten der Art in unserer Konstellation, dass die laufen, bitte entwickelt sie uns dahin. Und wenn nicht, muss das MDM-Team sie zum Schluss halt hinklopfen, dass es passt. So kann man es im Prinzip sagen. So, und dazu nochmal
die Folien entsprechend dazu. Also wir können da damit Ebenen unterteilen. Es gibt also eine Ebene, wo wir die Masterdaten haben, im echten Ausführungslayer, also dem ERP, da wo die Prozesse durchsuchen. Und davor gibt es das Emergence Layer, also das Hinentwicklungslayer. Das heißt, ich entwickle Informationen hin, damit sie die Qualität bekommen. Und während ich sie hinentwickle, muss ich ständig diskutieren und testen und Simulationen machen und nochmal überlegen, war das richtig, nochmal eine Schleife zurück, also ein kompliziertes Zeug und habe ständig neue Versionen, die immer wieder sich ändern und. Und das ist dann Lifecycle Management, in dem Fall mit Fokus vom Produkt, also der Gesamtheit, hin zu den Komponenten, wohin wir beim Master Data Management typischerweise auf Komponentendaten und deren richtiges Setting schauen. So, und dann noch eine weitere Unterscheidung ist, Master Data hat eben nicht nur Produktdaten, sondern auch wichtige andere Daten, zum Beispiel Kostenstellen, Profit Center, Kosten, Controlling-Kosten, die vordefiniert sind, Kundendaten, also Debitoren, Kreditorendaten und alles, was man halt braucht, damit die Abwicklung auch funktioniert. So, das heißt, wir könnten mal so grob sagen, müsste jetzt gleich reinkommen, dass hier das große Feld vom PLM ist, was wir sehen, also da, wo Produktdaten gelifecycled werden und in ihrer Reife hinentwickeln, bis sie die Reife, diesen Definitionsgrad haben, dass ich sie übergeben kann in den Abwicklungsprozess. Und dann haben wir das Industrial Engineering, komme ich gleich dazu, und dann haben wir unten irgendwo das MDM, das dafür sorgt, dass die Daten da sind. Und jetzt haben wir was vergessen, man muss immer überlegen, ich bin Professor für Industrial Engineering und habe das Industrial Engineering fast auch vergessen. Dazwischen funktioniert oder ist etwas, was sich Industrial Engineering nennt. Das heißt, wir müssen natürlich die Produktdaten in eine Reife entwickeln, dass sie produzierbar sind. Und zwar nicht nur, dass ein Prototyp produzierbar ist, wo PLM und die Industrial Engineering Prozesse, die typischerweise in PLM-Systemen stecken, dafür da sind, sondern wir müssen sie hart, nah an der Stammdatenebene so weit entwickeln, dass wir diese Daten auch in einem globalen Produktionsnetzwerk derart verfügbar haben, dass egal, wo wir das Ding auf der Welt produzieren, die Zulieferer stimmen, wir wissen, wo wir das ganze Zeug einkaufen, die Preise sauber sind, das Pricing ordentlich organisiert ist, wir wissen, wo geben wir es raus, was sind eigentlich die Routings, die wir haben auf dem Weg, also all die typischen Industrial Engineering Aufgaben, und über die werde ich auch nochmal einen extra Film machen, dass man sich das verstehen kann. Das heißt auch, dass es da durchaus einen Gap gibt dazwischen. Das ist mir auch ein wichtiger Aspekt, ist mir erst in den letzten Jahren immer tiefer aufgefallen. Es ist ja so, dass häufig, eigentlich überall, vom PLM ins ERP-System nicht direkt übergeben wird. Da arbeiten wir alle hart dran, sondern eigentlich eine Zwischenschicht ist, nämlich ein Stammdatenteam, das das Zeug reintippert in das System. So, je mehr wir uns damit beschäftigen, vom PLM direkt die Daten Richtung ERP, also in die MDM-Schicht oder die Stammdatenschicht zu versorgen, desto mehr fällt auf, dass wir einen Layer vergessen haben, nämlich das internationale Industrial Engineering, das dann verteilt in mehreren Organisationen stattfindet. Und Sie wissen, PLM-Systeme, die klassischen zumindest, haben ja häufig keinen Organisationsbezug. Das heißt, die kennen die Organisation nicht und dadurch entsteht an der Stelle dann auch eine Lücke. Aber zu der ein andermal mehr. Es geht ja jetzt mehr um MDM und PLM. So, das heißt, wir haben jetzt an der Stelle, da unten, wo wir die Masterdaten haben, wieder unseren Pfeil mit der Maschine. Die Maschine will das surren und man kann sich vorstellen, das Master Data ist für die Maschine, also für die ERP-Maschine, wie der Sprit oder man würde jetzt, wenn man es nachhaltiger sieht, sagen vielleicht die Batterie, damit das ganze Ding laufen kann. So, früher war das relativ einfach, wir haben es jetzt bei STO gesehen, die beiden Welten waren getrennt, Stammdaten haben sich danach kaum verändert. Das heißt, man hat es einmal entwickelt und dann gib ihm bam, 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 gingen die Prozesse unten durch. Heute in vielen CTO und ETO-Fällen haben wir natürlich eine direkte Verbindung, weil während die Maschine läuft, ich plötzlich von unten nach oben wieder neue Stammdaten brauche. Okay, aber auch das nicht Thema unseres Films heute. Und jetzt schauen wir hier nochmal auf das Bild drauf. Das habe ich mir irgendwann mal von der KI machen lassen und ich finde, es zeigt es eigentlich ganz schön. Man kann sich die Stammdaten tatsächlich vorstellen wie so ein
Skelette von der Skyline einer Stadt, also solche Hochhäuser. Und die Prozesse im ERP, die hangeln sich zwischen den Hochhäusern hin und her, wenn Sie Star Wars kennen oder das fünfte Element, da gibt es ja so diese fliegenden Raumschiffe. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, dass man sich Vorstellung entwickelt, dass diese Raumschiffe zwischen diesen Strukturen hin und her fliegen und immer wieder Informationen auf den Strukturen brauchen, dann von da wieder nach unten gehen, wieder nach oben und sich quasi an den Stammdaten so entlang hangeln. Und dieses Gerüst, dieses Gerippe, das sind die Stammdaten und die Maschine braucht die, dass sie läuft. Und jetzt fassen wir nochmal zusammen. PLM ist quasi, kümmert sich um alle produktbezogenen, ich sage mal Stammdaten und allen Daten, die nicht Stammdaten sind, die ich aber auf dem Weg brauche, dass ich zu den Stammdaten komme, wie zum Beispiel Simulationsdaten und, lauter Zeug, Organisationen, Perfilof, also was man auch so braucht, damit ich da hinkomme. Und MDM ist dann die Schicht, die dem ERP erlaubt, Prozesse drüber laufen zu lassen und das hat nochmal ganz besondere Anforderungen an Genauigkeit, wie die zu sein haben, weil sonst die Prozesse nicht laufen oder nur ganz murksig laufen. So, dass man die Stammdaten nochmal gesehen hat, hier auch ein Bild dazu, dass man eine Idee hat, von welchen Stammdaten sprechen wir überhaupt. So, da ist mein Mauszeiger, das ist immer ein bisschen kompliziert hier. Wir sprechen also im Wesentlichen von der Stückliste, die wir hier haben, typischerweise als M- oder MRP-BOM plus quasi die ganzen Vorgänge, die brauchen wir im ERP-System. Wir brauchen dann hier die ganzen Kundendaten, wir brauchen die ganzen Klassifizierungsdaten, wir brauchen die Ressourcen mit den ganzen Kostensätzen. Und wenn wir im Prinzip das als wesentlichen Grundstammdaten haben, dann können die Prozesse entsprechend drüber laufen und dann haben wir die richtigen Stammdaten. Okay. Soweit von mir. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, hat Ihnen ein bisschen geholfen. Wenn Sie Fragen haben, gerne an die E-Mail-Adresse wenden. Sie sehen, MDM und PLM hängen doch sehr nah zusammen. Und man könnte sagen, PLM sorgt dafür, dass MDM die richtigen Daten hat. Und MDM sagt, ich sage mal, der PLM-Welt, bitte liefer sie mir so, so brauchen wir sie. Okay, an der Stelle mache ich Schluss. Vielen Dank.